So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild, dem letzten DLC. Und wir machen heute weiter mit unserem Abenteuer. Uns fehlt tatsächlich noch ein legendäres Pokémon. Eines der drei Vögel. Ich habe ja Zapdos und Lavados gefangen in den letzten beiden Folgen. Heute wollen wir, oder möchte ich tatsächlich mit Arktos weitermachen und das aufzuspüren wird nicht ganz so einfach werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Hinter uns ist unser Koronospa, das noch wir auch schon vor einiger Zeit gefangen haben. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, machen wir uns darauf, das gute Arktos aufzuspüren und vor allen Dingen auch zu fangen. Das wird definitiv alles andere als einfach werden. Nur weiß ich jetzt, wie es machbar ist, theoretisch. Aber wie gesagt, wir müssen es erstmal heute aufspüren. Ja, es sind einige coole Pokémon dabei, die hier so ein bisschen rummachen. Aber ich finde gerade das gute Arktos nicht. Das flattert hier immer mal wieder irgendwo rum. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesehen. Aber halt jetzt noch nicht. Okay. Noch nicht wirklich. Ah, ich hasse das bisschen. Ich will dieses alte machen. Oh, eine Pepemon war das. Okay. Aber es ist jetzt auch nicht irgendwie, wo ich jetzt sage, es ist jetzt irgendwo sichtbar in der Nähe, ne? Ich glaube, Arktos ist, glaube ich, vom Typ Psycho-Eis oder irgendwie sowas. Ein Granitstein. Ah, das ist es halt. Wenn man einem speziellen Pokémon sucht, dann taucht es nicht auf. Aber wenn es dann... Wenn man dann sagt, okay, wir möchten ein bisschen Abenteuer machen, dann taucht es nicht auf. Aber so ist das halt ab und an mal bei Pokémon. Beim Pokémon Go. Ja, Quatsch, ja, bei Pokémon Schild und Schwert und allgemein eigentlich auch bei Pokémon. So, gucken wir mal, wo wir es denn irgendwo gerade sehen. Beziehungsweise sogar hören. Weil eigentlich können wir es ja sogar hören. Aber das kann auch natürlich sein, dass es unser... Moment, ich guck mal gerade. Lavados, das habe ich ja mit am Start. So, Pokémon bewegen. Gehen wir mal nach oben. Ach, Nidorina. Okay. Aber Nidorina möchte ich jetzt gerade noch nicht fangen, liebe Leute. Beziehungsweise, das ist nicht das Pokémon, was wir suchen wollen. Also, so wie ich das auch gelesen habe, soll Arktos mit eines der schwereren Pokémon sein, was man so fangen kann. Aber, mal gucken. Weil, wenn ich ehrlich bin, Zapdos habe ich auch schon so ein bisschen ein bisschen Verzweiflung getrieben. So rum ist es richtig. Noch ein Duftpilz dazu. Ja, ich versuche, also wenn ich Items immer sehe, dann versuche ich es auch natürlich einzusammeln, aber ich sehe auch nicht immer leider. So gut, manchmal übersehe ich es auch bewusst. Weil immer wieder irgendwas am Boden glitzert, gerade in Richtung Bäume oder so. Wenn ihr so ein bisschen an die Bäume guckt, dann glitzert immer mal wieder was am Boden. Aber dann denke ich mir, ach, jetzt brauchen wir es gerade nicht, weil wir eigentlich auf einer anderen, absolut anderen Mission sind. Ja, natürlich fährt da wieder ein Pokémon auf und es ist Nidoran. Genau, wo ich das Zapdos gejagt habe, da gab doch ein Skoppel tausendmal vor mir auf, dass ich dachte, dann nervt mich nicht. So, eigentlich müssen wir jetzt was hier finden. Sollte es hier zu finden sein. Es fliegt halt immer irgendwo rum, ne? Aber die Frage ist, wo? Ist das... Ach, das ist ein Dings, ne? Wie heißt das? Katapultra. Eines meiner Lieblings-Pokémon. Also das war vom Drachen. Ich hab's ja selber im Team gehabt. Ich weiß nicht, wie das Mann nicht vom Spielstand ist.
So, versuchen wir es mal mit. Knirscher. Ich versuch's mal, ob ich fangen kann. Weil wir eigentlich heute auf ein anderes Pokémon hinaus wollen. Ja, das ist mal. Schon mal gut. So, ich hoffe, dass ich es jetzt gefangen bekomme. Hyperball. Wir haben nur 190 Hyperbälle. Ich habe ja noch mal ein bisschen nachgekauft. So, mal gucken, ob ich es im Sack habe. Eins. Ja, warte. Phantomkraft. Tschüss. Das Problem ist, dass natürlich jetzt verschwindet das Pokémon. Die Frage ist, kann ich das jetzt fangen? Ja, natürlich. Natürlich ist das nicht zu sehen. Aber ich sag jetzt, damit ist das Pokémon auch down. Ich wollte eigentlich fangen. Und Level 71 für Knackrak. Ja, mehr oder weniger. Scheiße, ich hätte es uns gerne mitgenommen. Aber wir sind dann eigentlich ja auf einer absolut anderen Mission. Ich knall mal diese ganzen Tränke weg, weil ich brauche sie alle nicht mehr. Haben wir noch genug. So, und damit ist es wieder einmal komplett geladen. Und wir können uns weiterhin auf die Suche machen nach dem guten Arktos. Die Frage ist, ich wollte gerade sagen, ich dachte mir, jo, er ist schon aufgedauert, aber es ist nur an der Apropos, da ist es doch. So, die Frage ist, welches der Pokémon ist es? Und wir haben es. Es nimmt uns schon die Idee ab, zu sagen, okay, wir nehmen es ab. Also, selbst wenn wir es jetzt besiegen sollten, wird es wahrscheinlich darauf hinaus, wird es dann tatsächlich. Warte mal, Dampfwalze? Keine Wirkung. Ah, es ist also doch vom Typ Flug. Also, es ist Flugpsycho oder so, ne? Ja, ist es. So, eigentlich war es jetzt anders gedacht. Dann gehe ich mal auf Knirscher. Okay. Alles gut. Cyban. So. Die Frage ist, kriege ich dich jetzt so ohne Probleme geschwächt? Beziehungsweise so gefangen? Dann hätten wir nämlich alle drei. Aber ich denke mal, das ist jetzt doch. Also, überblick, was ist denn das für eine Attacke? Okay, es ist. Wundert mich, dass das jetzt. Ich frage mich, was ist das für eine Attacke? Ist das eine Psycho-Attacke? Kann das sein? Ich vermute, dass es eine Psycho-Attacke gerade war. Weil eigentlich. Mit eisigem Blick wäre es immer eine Vierfachschwäche gewesen. Eins. Zwei. Ach, schade. Ich habe auch nichts, wo ich jetzt sagen kann. Wo ich jetzt mal wieder Richtung Einschläfern gehen kann. Komm, Leute, den holen wir uns noch. Eins. Zwei. Scheiße. Eisiger Blick. Ja gut, jetzt sind wir mit Knackrack zumindest mal down. So, tschüss. Ich muss jetzt versuchen, nächstes Pokémon rufen. Ich hätte jetzt tatsächlich mal eher auf Dings gehen sollen. Ich hätte nur eine andere Welle mit einer und dann. So. Hilf uns bei deinem Kumpel. Das Problem ist einfach auch, dass. Ja, nee, ist klar. One-Hit. Aber Instant One-Hit, ja, klar. Ey, bis vor du mir jetzt. Stimme bitte jetzt nicht weg. Stimme jetzt bitte nicht weg. Ich gehe mal auf Kuronospa, dann könnte das vielleicht ein bisschen einfacher werden, Anführungszeichen. Aber natürlich müssen wir gucken. Komm, jetzt. Würde ich gerne einsacken, liebes Arktos. Eins. Zwei.
3. Nein! Nein! Nein, das bleibt doch nicht. Das bricht wieder aus, das Vieh. Ah, das sagt das wahrscheinlich auch dort, ne? Nee, doch nicht. Okay, komm, jetzt noch eine und dann müssen wir es einsacken. Weil sonst haben wir nämlich gleich ein Problem. Eins. Ja, das war's. Naja. Gut, dann müssen wir es halt nochmal aufspüren. Den scheiß Hagelsturm. Wir haben noch eine Chance. Ja, vielleicht haben wir doch noch eine Chance. Komm. Geh rein. Eins. Das war's. Ja, du killst dich lieber selber, Arktos. Scheiße, bleib doch einfach drin im Wald, dann wäre es kein Problem gewesen. Aber du sagst dann lieber, nö, ich bring mich selber, bevor du mich gefangen bekommst. Scheiße. Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Arktos ist davon geflogen. Ja, du hättest auch nur im Ball bleiben müssen. Dann wäre es kein Problem gewesen. Dann wäre es kein Problem gewesen. So, einmal Vitalkraut. Ich habe ja ein paar noch. Gut, dann müssen wir es ja nochmal aufspüren. Kraftwurzel. Das ist ärgerlich gerade. Genau deswegen wollte ich vorher noch speichern, aber das Viech hat so instant angegriffen, dass ich gar keine Chance hatte zu reagieren. Das ist ärgerlich. Ich weiß, das ist ein Raid. Die Frage ist, was haben wir hier drin eigentlich? Gerade so instant. Aha, nichts Wichtiges. Verdammt, ey, das ärgert mich gerade. Ich hatte es vor meiner Nase und dann sagt es mir, okay, ich bring mich kurz selber um. Na gut, es wurde ja durch den Hagelsturm mehr oder weniger umgebracht letztendlich. Ah, das ärgert mich gerade. Ich hätte es haben können. Ich meine, es hat einmal bis zum dritten Ball war es drin. Warte mal, ich hoffe, dass ich jetzt die Möglichkeit habe, tatsächlich mit einem. Habe ich hier irgendwo eine Möglichkeit? Habe ich die TM dafür? Charm. Energiefokus brauche ich nicht. Ich suche gerade Donnerwelle. Nicht so wählen. Nicht. Scheiße. Ah, ich hätte gerne die Donnerwelle noch mitgehabt. Das wäre mir lieber gewesen. Dann hätte ich so zumindest die Möglichkeit gehabt. Das Pokémon zumindest ein bisschen zu paralysieren. Das wäre vielleicht ein bisschen einfacher gewesen beim Fangen. Ich habe aber auch nichts dergleichen, wo ich jetzt sagen kann, ne? Man könnte es tatsächlich. Man könnte es irgendwie mal mit einer Fähigkeit. Also ich muss jetzt nicht unbedingt mit dem Flammen mit Feuer da noch gegenhalten. Ich würde gerne lieber Schlaf oder sowas gehabt. Ja, die Frage ist, wo ist denn das, ne? Wo ist das Pokémon? Man sagt, es ist davon geflogen, ja. Aber irgendwo muss es ja noch sein, ne? Oder ist es wieder da unten drin? Das kann auch sein, mit dem. Dass ich kurz in ein anderes Gebiet muss. Warum gehst du denn auf die Beutel jetzt? Vielleicht habe ich hier Glück, dass es da nochmal unten ist. Vitalkraut. Vitalkraut ist gut. Kann man zumindest mal. Die Möglichkeit, uns vom K.O. komplett zu heilen. Da ist es doch irgendwo.
ist es. Aber die Frage ist, wo? Ich hab's gerade gehört. Ich muss es gerade nur aufspüren. Katapultra, du brauche ich jetzt gerade nicht. Wo ist es denn? Ah, weißt du, da taucht mir das nächste Katapultra. Hallo, ich bin auch wieder da. Von der Nase auf. Sorry, Katapulga. Oh, nein, ernsthaft? Okay. Ja, willst du mich jetzt verarschen? Ernsthaft? Ich kann nicht fliehen. Das heißt, ich muss es versuchen, doch zu fangen. Natürlich nicht. Es taucht wieder auf. Es kommt wieder auf. Ja. Komm jetzt her. Ich will dich jetzt eigentlich gerne. Entweder du kommst jetzt mit rein oder ich muss dich jetzt gleich im nächsten Zug besiegen. Eins. Zwei. Drei. Ja, natürlich. Ey, warum immer diesen Dreifach-Boost? Jetzt muss ich warten. Es bricht auch. Dreifach. Die Kugel, der Ball, der. Ich bin doch nicht haltbar. Wackelt dreimal. Bleib doch mal drin, ey. Ja, Phantomkraft, fick dich doch, ey. Das kann doch nicht sein. Ja, ich muss noch mal kurz weg. So, jetzt. Lass mich verschwinden. Lass, fang, komm rein, lass mich verschwinden. Weil ich will eigentlich Arktos aufspielen und nicht mich ständig mit irgendwelchen anderen Pokémon rumschlagen. Also, ich habe schon wieder die Hälfte der Lebensenergie weg, weil ständig irgendwas anderes auftaucht. So. Ich habe das Axos doch immer noch irgendwie gehört. Was ist denn? Okay, Katapultra scheint wohl hier öfters vorzukommen. Dann ist es auch nicht weiter tragisch. Wenn ich es immer mal wieder besiegen muss. Ich nerv gerade auch so ein bisschen der Hagelsturm. Der mir eigentlich immer wieder unnötig Energie kostet. Aber wo ist das Arktos? Das habe ich eben noch irgendwo gehört. Naiv-Minze. Ich möchte doch nicht ständig irgendwelche. Ah, Mann, das nervt mich gerade. Das ist immer wieder die gleichen unnötigen Pokémon gerade auftauchen. Nidoran, das brauche ich jetzt gerade ärztlich ganz, ganz wenig. Ich habe mich auch schon gefangen. Aerodactyl. Oh, Aerodactyl haben wir, glaube ich, schon gefangen. Und dann springt mich wieder so ein scheiß Nidoran an. Ey, das ist doch. Hab ich doch einfach in Ruhe. So, Dankeschön. Lass mich in Ruhe. Hab ich jetzt keinen Nerv zu. Die Frage ist, wo finde ich das Arktos?
sitze auch schon ewig wieder dran an der Folge, dass ich dann das Viech nicht aufgespürt bekomme. Ich hab's ja eben gehört, aber ich find's halt jetzt gerade nicht mehr. Frostfeld. Weißt du, hier, im Frostfeld ist das schönste Wetter. Da ist kein... Oh, ein Zwölop. Kein bisschen Schnee. Aber man kommt ins Bett, geht es gigant und es fängt an zu hageln. Wo eigentlich gar kein Schnee ist. Also andersrum wäre mir lieber gewesen, wie gesagt, aber naja, man kann es halt leider nicht ändern. Wo ist denn das komische Arktis? Die Frage ist, taucht das random in eine hier auf oder sagt, da kommt das dann nur in eine bestimmte Gegend. Ich meine, bei Zapdos und Labrador war es ja eine bestimmte Gegend, beziehungsweise eine bestimmte Route. So, bei Arktos weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie sich hier rumweht oder hier rumfliegt. So, mal gucken auf die Karte, ob ich jetzt irgendwie nochmal hinfliegen kann. Wo ist eventuell sein Bett des Giganten? Warte mal. Ich guck mal hier wegen dem zum Hügel. Ich habe ja Glück. Da ist es doch irgendwo. Warte mal. Irgendwo war es doch hier gerade, oder war das jetzt... Bist du das jetzt gewesen, Knackrack? Nee, ne? Knackrack hat nicht den Ruf. Ich hab doch keine Arktos gehört. Oh, eine. Ja gut, Bagoras, ja. Monte Carbo. Arktos, mein Freund, wo bist du? Elfen? Oh, doch. Bist du jetzt hier? Achso, ein Monagoras. Natürlich. Weil man ganz schnell aus dem Busch noch springen muss. Man muss mich noch anspringen. Ich will jetzt aber gerade nicht mit wilden Pokémon zu tun haben. Eigentlich hätte ich jetzt gerne die Folge. Ich muss das auffinden. Das ist es halt. Mich nervt es gerade, dass es nicht. Ich habe es gehört. Vermutlich gehört, dass es das Arktos war. Aber ich hab's nicht. Ich krieg's gerade nicht aufgespürt. Ist ein Item. Ein Sektion-Sternshop, okay. Nichts wirklich Dramatisches. Okay, also war das tatsächlich eben doch Arktos. Also habe ich es tatsächlich kurz mitgeschnitten, ja. Kann man hier nicht irgendwie mal in Ruhe Pokémon suchen gehen? Ich muss jetzt hier. Ich habe hier ständig die. Oh, lauf mir doch nicht unnötig über den Weg, ey. Ja, natürlich Flucht gescheitert. Ernsthaft? Lass mich in Ruhe. Lass mich einfach. Oh, es nervt mich gerade, dass ich jetzt nicht weitermachen kann. Dass ich nicht, euch nichts wirklich Produktives bringen kann gerade.
Na, das ärgert mich gerade so ein bisschen. Bitte des Giganten. Ich glaube, da war es nämlich eben als erstes. Siehst du, ich höre es ja immer wieder. Nur wo bist du? Ich kriege nicht mal die Kamera so hochgedreht, dass ich es irgendwie aufspüren könnte. Aerodactyl. Ja, bringt jetzt auch nichts mehr. Ich hoffe, dass es irgendwie nochmal gefallen. Ich hab's ja eben einmal kurz gefangen, ja, beziehungsweise bekommen. Einmal habe ich es ganz kurz gesehen. Und dann muss es durch den scheiß Hagelsturm besiegt worden werden. Weil Arctos ist ja eigentlich ein Eis-Pokémon. Normalerweise sollte dem das eigentlich überhaupt gar nicht anhaben können. Das ist wieder Aerodactyl. Du King. Ja, dann ist egal. Okay. Ja, Mann, ist das ärgerlich gerade. Was bist du für einer eigentlich? Achso, du bist ein Händler. Stimmt, das war so ein Lapphändler. Egal, komm. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild und dann versuchen wir uns das Arctos nochmal aufzuspüren. Bis dahin und auf Wiedersehen.